Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in meiner Küstrin-Reihe. Mir hat neulich übrigens mal jemand geschrieben, es wird langsam langweilig. Ja, was soll ich sagen, dann müsst ihr durch. Ursprünglich waren mal 5 bis 6 Videos geplant. Mittlerweile bin ich jetzt hier heute bei meinem 9. Video und 2 kommen in jedem Fall noch, eventuell noch ein drittes. Aber dann ist wirklich Schluss. Und kleine Vorausschau. Dies Jahr gibt es natürlich noch ein paar andere Videos, unter anderem kommt auch noch mal Kummersdorf dran. Ne? Okay, aber zurück zu meinem Video über die Zwischenfeldbauten. Wie ich ja in meinem Video über die Forts ausgeführt habe, sollten ursprünglich 8 Forts gebaut werden. Hier seht ihr eine Verteilung, so wie sie hätten gebaut werden können, aber das ist natürlich meine Annahme, darüber gibt es kein Material. Gebaut wurden dann diese hier, also die 4. Wie unschwer erkennbar ist, gab es riesige Lücken zwischen den Forts. Und dazu ließen sich die preußischen Festungsplaner etwas einfallen. Die sogenannten Zwischenfeldbauten. Zwischenfeldbauten sind Befestigungsanlagen, die zwischen Forts gesetzt werden oder gebaut werden. Und die wurden natürlich nicht nur in Küstrin gebaut, sondern praktisch überall, wo es Fortgürtel gab. Also als Lückenschluss und Flankensicherung, beispielsweise in Thorn, Graudenz, Marienburg, Köln, Straßburg, Magdeburg, Metz und so weiter. Dieses Lückenschlussprinzip wurde auch später noch beibehalten. So in der Pommernstellung, deren Hauptbefestigung, ja grob gesagt Mitte der 30er Jahre gebaut wurden, baute die Wehrmacht 1944 bis Anfang 1945 an vielen Stellen die Ringstände 58C. als Lückenschluss und Flankendeckung ein. Aber zurück zu Küstrin. Am 23. Januar 1900 wurde eine allerhöchste Kabinettsordre erlassen, das Baumaterial für die Herstellung von Befestigungen auf dem Reitweiner Sporn, den Kannenbergen und Zerbicke zu kaufen und zu lagern ist. Aber was ist denn überhaupt so ein Infanteriewerk? Ich glaube, die meisten von euch können damit nichts anfangen oder jedenfalls nicht vielen. Für Küstrin gibt es leider kaum Unterlagen, aber ich war schon in genügend dieser Werke drinne und sie ähneln sich alle sehr. Deswegen habe ich mal eine Zeichnung des Infanteriewerkes 3a in Marienburg rausgesucht und das schauen wir uns mal jetzt genauer an. Diese Werke waren also rein defensiv und dienten als Schutz- und Ruheraum. So, hier ist die Zeichnung von dem Infanteriewerk und hier sehen wir mal so einen prinzipiellen Aufbau, also in der Mitte dort, das ist das eigentliche Werk. Da rundherum war noch eine Erdumwallung und dort, wo ihr diese gegitterten, gekreuzten Linien seht, das waren alles Infanteriehindernisse, also Stacheldraht, Drahthindernisse und so weiter. So, das sieht man hier auf der rechten Seite nochmal ganz gut, wie die Drahthindernisse so aufgebaut waren, welche Länge und so weiter. Hier unten haben wir nochmal einen Querschnitt an sich, also links sehen wir die Drahthindernisse wieder. Dann kommt, ja, ich würde mal sagen, so ein gedeckter Gang, ne, wo also die Infanterie Schutz suchen konnte, dahinter das graue Gebäude oder der graue Fleck, das war das eigentliche Infanteriewerk. Und rechts diese engen Gitter, das waren Infanteriegitter, das heißt eiserne Schutzbefestigung. Und hier unten haben wir ihn endlich. Ja, das ist der Schnitt von oben. Wir zählen zunächst einmal 7 Eingänge. Das war also der sogenannte große Typ mit 5 großen Räumen. Wir beginnen mal links, da war der Brunnen, dann der nächste Raum war zum einen für die Offiziere als Ruheraum und daneben nochmal ein Wach- und Telegrafenraum. So, und dann kommen die eigentlichen Haupträume, in denen die Infanteristen sich ausruhen konnten. Wir sehen also diese Bankeinteilung in der Mitte, rechts der blaue Fleck, das waren Öfen, Festungsöfen. Und ganz rechts gibt es nochmal einen Abort. Interessant finde ich, dass man aus dem Werk raus musste, um zu einem Abort zu kommen.
Ja, warum das so gestaltet wurde, weiß ich nicht, aber die werden schon ihre Gründe gehabt haben. So, hier links sehen wir nochmal, was interessant ist, mal die Darstellung, wie diese Fenster verschlossen wurden. Diese Infanteriebauten hatten natürlich auch Fenster. Hier kann man gut sehen, im Ernstfall wurden dort also Eisenladen gegengelehnt und die wurden dann mit Metallschienen, mit Eisenschienen verschlossen, sodass dort zumindest gegen Gewehrfeuer das Fenster geschützt war. Hier unten ist nochmal die Pumpe zu sehen. Und hier unten haben wir nochmal den Festungsofen mit der Nische. Das ist im Offiziersraum das. Und hier ganz rechts ist nochmal die Ablaufrinne des Klos oder des Abortes aufgezeichnet. Ich habe übrigens auch Infanterieräume gefunden, die hatten nicht diese blaue Zinkrinne, die wir dort sehen, sondern die hatten einfach eine gemauerte Rinne am Boden und geteerte Wände. So wie ich es übrigens aus der DDR noch von ganz alten öffentlichen Toiletten kenne. Da war es noch genauso. Ja, das war also der sogenannte große Typ mit 5 Räumen. Und dann gibt es logischerweise auch noch einen kleinen Typ. Und das ist der hier. Und hier sehen wir einen ähnlichen Aufbau. Also in der Mitte das Fort, rundherum ein Kordon mit Drahthindernissen. Und hier unten ist also prinzipiell der gleiche Aufbau. Etwas kleineres Klosett. Und ansonsten haben wir hier 2 Räume für die Soldaten und einen Raum, den sich die Offiziere und die jeweilige Wache teilten. Diese größeren und auch kleineren Typen hier hatten auch, wie wir es ja auch gerade sehen, einen Abort und auch eine eigene Wasserversorgung. Das ist bei den Typen in Küstrin nicht ganz so. Die hatten also wenigstens keinen Abort. Oder zumindest bei denen, die ich gesehen habe, da gab es sowas nicht. Die waren also ein bisschen anders. Und wie wir hier unten in der Zeichnung sehen, sind die Räume auch als Gewölbe ausgestattet mit einer Wellblechschalung. Und da gibt es in Küstrin auch einige, die haben flache Decken. Ist also auch ein bisschen abgewandelt, aber so vom Prinzip her sahen die Räume ganz genauso aus wie diese hier. Ja, die genaue Anzahl der gebauten Werke in Küstrin ist nicht völlig klar. Mangels Unterlagen kann man das nicht ganz feststellen. Es sollen mindestens 31 sein, bis maximal 35, und von einigen ist auch überhaupt nicht bekannt, wo die Lage genau ist. Und weiterhin sind durchaus nicht alle zugänglich. So wurden beispielsweise die Werke im Bereich Zorndorf, aber auch andere Werke wurden spätestens nach Ende des Krieges, also des Ersten Weltkrieges, wieder eingegraben, auch um ihre Existenz gegenüber der alliierten Kontrollkommission geheim zu halten. So wurde beispielsweise 1998 ein Werk mitten auf dem Acker vom Bauern gefunden und von der Küstriner Festungsgruppe ausgegraben und anschließend wieder verschüttet, um es vor Vandalismus zu schützen. Davon gibt es schöne Bilder, die kann ich leider nicht zeigen wegen Urheberrecht. Für mich persönlich kann ich aber sagen, es muss sehr aufregend gewesen sein, so ein Werk nach 70 Jahren wieder zu betreten. Die Eingänge und Fenster waren zugemauert, wurden dann aufgebrochen und das Werk selbst war besenrein und es fand sich im Innern sogar noch ein Reisigbesen und ein Schemel. Nebst einigen Inschriften in den Wänden mit Namen und Bemerkungen wie Letzte Wache und dergleichen mehr. Das kenne ich von meiner Armeezeit. Als EK habe ich auch überall rumgekrickelt. Aber gut, alle Bauten wurden zwischen 1913 und 1915 errichtet, die meisten erst nach 1914. Wir erinnern uns, bereits 1900 gab es ja diese Kabinettsorder, dass eben die Baumaterialien zu kaufen und zu lagern sind. Hat also doch ein paar Jahre länger gedauert. Es gab 3 Typen: Infanterieräume, Artillerieräume und Munitionsräume. Die Munitionsräume, hier sehen wir mal einen Schnitt,
waren die kleinsten und bestanden aus je einem Raum für Granaten und Kartuschen sowie einem kleinen Raum für die Zünder. Davon gab es insgesamt 8 Stück. Bei den Infanterieräumen gab es von den großen Typen, die wir ja gerade gesehen haben, mit fünf Räumen, etwa 9 Stück und von den kleinen Typen 6 Stück. Also was bekannt ist, ne? Was eingebuddelt ist und so weiter, das wissen wir natürlich nicht, wie die aussahen. Und die Artillerieräume, die es auch gab, waren baugleich zu den Infanterieräumen und unterschieden sich nur dadurch, dass neben den jeweiligen Räumen eine größere planierte Fläche zum Aufstellen der Kanonen bzw. Haubitzen vorhanden war. Die Räume selbst wurden in 7 Gruppen aufgeteilt. Da haben wir jetzt hier eine Übersichtskarte, da könnt ihr die Standorte aller Zwischenfeldbauten sehen. Diese Karte stelle ich gemeinsam mit einer KMZ-Datei mit den genauen Standorten zum Download zur Verfügung. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch runterladen. So, ihr seht verschiedene Gruppen, kann man so erahnen. Wir fangen links oben mit Alt-Drewitz an. Jo, hier haben wir die drei. Der IR-2 wurde noch nicht gefunden. Der soll an der Stelle sein, aber wurde noch nicht gefunden. Und wir sehen uns an Bilder vom MR-1, also dem Munitionsbunker, und von dem IR-3. Anfangen werden wir mit dem Munitionsbunker. Da gibt es 2 Bilder. Der ist unmittelbar an der Grenze zu einem Gartenzaun, kann also so direkt nicht betreten werden. Man kann aber von der Seite Fotos machen. Genau. So, und der Infanterieraum 3 ist der einzige, der komplett gesprengt wurde. Warum, weiß ich nicht. Sollen die Russen gewesen sein oder Sowjets nach dem Krieg, aber darüber ist nichts Genaueres bekannt. Jo, sieht schön aus, aber ist eben komplett gesprengt. Nur der Vollständigkeit halber. Weiter geht's mit Zorndorf, das haben wir hier. Der Stand MR4, den kann man, also im Munitionsraum, den kann man besichtigen. Ich habe ihn allerdings nicht gefunden. Ich bin da ziemlich lange durch den Wald gehirscht und ich flatt dran vorbeigelaufen, ich weiß es nicht. Der soll zu sehen sein, aber ich habe nicht gefunden. Und die anderen 3 sind auf dem Acker und dementsprechend übererdet. Weiter geht's mit dem Bereich Tamsel. Und hier wird's interessant. Ich habe ja in der Vorbesprechung sozusagen erzählt, dass ein Bunker über 1998 ausgebuddelt wurde. Und das ist oben links der blaue IR-9. Und der IR-10, der ist auch auf dem Acker vergraben. Und der IR-11, da, den schauen wir uns auch gleich nochmal an. Also los geht's mit ein paar Bildern von dem IR-9. Und das ist das, was man noch sieht. Hier vorne rechts war der Eingang. Oder einer der Eingänge. Auto kann man da irgendwie an der Straße parken, das geht ganz gut. Und hier hinten ist noch ein bisschen Beton. Aber ja, mehr ist da eben nicht von zu sehen. So, und hier nochmal, wie gesagt, kurz der IR-10, der IR-11, Entschuldigung. Damit wir mal wissen, wo der ist. Der ist im Wald. Kann man auch ganz gut anfahren. Muss man sich auf der Straße, auf der Karte vorher angucken. Ja, das ist ein kleiner Eingang, also ein kleiner Typ mit 2 Räumen. Ihr seht schon, der Zustand generell dieser Munitions- und Infanterieräume ist nicht allzu gut. Da habe ich schon deutlich bessere gesehen. Hier oben ist noch ein bisschen Wellblech, das in den allermeisten Räumen fehlt. Da waren die Kollegen von der Schrottfraktion einfach schneller. Ja, in diesen Räumen, in der Mitte war nochmal eine Bank, links und rechts waren ebenfalls Bänke. Das waren eben die Schutzräume, in denen die Infanteristen sich ausruhen konnten oder
sonst wie Schutz gesucht haben. Wir sehen nachher noch einen Stand mit Wellblech drinne, aber diese wurden alle zerstört. Das ist aber mehr oder weniger häufig, auch in anderen Infanterieständen ist mir das untergekommen, dass Wellblech komplett runter ist. Einmal war das Wellblech nur von der Decke entfernt, lag noch drinne, das haben sie wohl nicht rausgekriegt. Aber ja, so ist es eben. Schrott ist wertvoll und muss gesammelt werden. Weiter geht's, Bereich Tscherno. Hier sehen wir zwei Munitionsstände. Unten rechts ist das Fort Tscherno. Vier natürlich. Einmal bei Tscherno der Munitionsstand und oben ist noch an der Straße ein Munitionsstand und zwei Infanterieräume. Und mit dem Infanterieraum 13 fangen wir jetzt an. Ups. Was war das? Reh. Ein kleiner Rehbock kam raus. Na gut. Hätte ich schneller sein müssen, mir den Greifen etwas Leckeres zum Abendbrot gegeben. Aber ich war nicht schnell genug. Auch hier relativ stark zerstört. Oben ist die Betongedecke relativ gut zu sehen. Was wir immer sehen, ist diese starke Verwitterung der Klinke im Außenbereich. Das ist relativ ungewöhnlich, ist mir bei anderen Infanterieständen, beispielsweise in Thorn oder in Marienburg, in Kulm, nicht so aufgefallen. Da in dem, sieht aus wie so ein Loch, da war übrigens noch ein Bau von irgendeinem anderen Tier drin, vielleicht ein Dachs oder sowas. Ja, ansonsten die gleiche Aufteilung, es wiederholt sich immer, ich werde auch nicht mehr allzu viel von diesen zeigen. Ich glaube, ein oder zwei habe ich noch. Und die starke Frontzerstörung ist eben schon ganz interessant. Oben ein bisschen Stahlbeton noch zu sehen. So, hier in Tscherno. Dann gucken wir uns noch den MR-15 unten an. Das ist ein Munitionsraum. Und das ist mal ein bisschen anderer Typ. Normalerweise sind die Munitionsräume ebenso wie die Infanterieräume mit einer gewölbten Decke ausgestattet und dieser hier hat eine flache Decke. Davon gibt es also auch noch ein paar. Es wurden also durchaus unterschiedliche Typen verwendet. Warum das so ist, hängt sicherlich von der, vom Jahr der Bauzeit oder vom Jahr der Fertigstellung ab oder der Planung. Warum die einmal gerade gerade Decken angezogen haben wie hier. Mit Eisenträgern, da waren noch Eisenträger drin und hier sehen wir auch wieder diese Wellblechschalung. In der Mitte war noch eine Wand durch, die wurde entfernt, um die beiden Räume zu separieren, also einmal für die Zünder, einmal für die Kartuschen und einmal für die Granaten an sich. Und weiter geht's zum nächsten Bereich, die Kannenberge. Da habe ich mir nicht so viel angeguckt, eigentlich nur die 17 und die 18. Die beim Infanterieraum 20 war ich auch, der ist komplett eingeebnet, also der ist zugeschüttet sozusagen. Sieht man von oben bloß noch so ein bisschen die Decke und bei den anderen war ich nicht. So, los geht's mit dem Infanterieraum 17. Der ist recht interessant, weil dort die hinteren Gewölbe zu sehen sind. Hier unten links geht es runter zum Eingang ursprünglich. Hier, wo wir jetzt laufen, da waren natürlich überall diese Drahthindernisse, wie wir sie in dem Bild gesehen haben. Und rechts zum Feld hin war die Feindseite. Diese Infanterieräume waren natürlich selbstverständlich auch nicht durchgehend besetzt. Das bedeutet, es war natürlich geplant, dass sie nur im Ernstfall belegt wurden als Schutzraum, wie gesagt, weil da eben keine aktiven
Verteidigungsmöglichkeiten. Ja, das sieht man relativ selten, diese herausstehenden Gewölbe. Ich habe keine Ahnung, wer die freigelegt hat und warum. Aber so ist es eben. Kann man sich dann ganz gut mal noch mal ansehen. Hier oben ist der Beton, die Betonauflage zu sehen noch, die natürlich auf all diesen Gebäuden drauf ist. Und jetzt gucken wir mal rein. Auch das ist wieder ein kleiner Typ. Und auch hier ist wieder festzustellen, dass die Verwitterung der Klinker relativ stark fortgeschritten ist, was mich eigentlich verwundert, weil es doch ja deutlich ältere Gebäude gibt, die eine vorzüglich erhaltene Klinkerung haben. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass diese Typen hier in den Kriegsjahren erst gebaut wurden und man die Klinker dort nicht so hart gebrannt hat oder generell eine mindere Qualität hatte. Ich weiß es nicht. Auch hier ist die Zerstörung wieder relativ hoch. Der Aufbau dieser Wellblechgewölbe, den habe ich ja schon mal geschildert oder beschrieben in einem Video, und zwar über das Zielfeld West auf der Schießbahn West in Kummersdorf. Müsst ihr mal nachgucken in einem meiner Videos. Ja, hier sind wieder diese Fensterverschlüsse, die wir gesehen hatten, wo man diese Eisenladen vorlegen konnte und dann mit Eisenleisten verkeilt wurde, damit die eben dicht sind. Ja, ansonsten war es das hier. Weiter geht's zum Plan der Gruppe Göritz. In Göritz gibt es nicht so viel zu sehen. Der Munitionsraum, dort war ich nicht. Der Infanterieraum 24, der ist auf dem Gelände einer ehemaligen Kolchose und wurde erst wohl Mitte der 70er Jahre oder Anfang der 70er Jahre von den Polen wiederentdeckt, als man dort was bauen wollte. Der wurde also auch unmittelbar nach dem Krieg überebnet und ja, dort wo sich der Rote Kreis befindet, weiß man nicht. Dort soll der Infanterieraum 25 sein, aber der wurde bisher noch nicht gefunden. Kann sein, dass er unter 1 oder 2 Meter Erdschichten liegt und ja, dann müsste man da mit einem Georadar ran oder was auch immer. Jedenfalls ist der nicht bekannt, der Standort. So, und dann geht's weiter zur letzten Gruppe, zum Reitweiner Sporn. So, der Raum 31, der Infanterieraum 31, dort war ich, habe zweimal gesucht, ich habe den nicht gefunden. Da soll wohl angeblich nur noch ein kleines Stück aus der Erde ragen. Der wurde mal freigelegt, aber wieder zugeschaufelt und mittlerweile ist da so ein bisschen Müll oder sowas. Jedenfalls habe ich den nicht gefunden. Der Infanterieraum 30, dort kann man hin, der ist aber zerstört und ist auch umzäunt sozusagen. Würde ich auch nicht empfehlen, weil wenn man dort ein bisschen genauer guckt, dann sieht man überall Löcher und so weiter, da kann man einstürzen. Das heißt, dort ist überirdisch nichts zu sehen. Und die Infanterieräume 28, 29 und 27, dort ist nur klar, dass die dort sein sollen. Und es gibt wohl auch Erzählungen von Altansässigen aus dem Ort, die sagten, ja, da ist der und mein Vater hat das noch gesehen und so weiter. Aber ja, hingegen ist gut erhalten und lohnt sich auch durchaus der Besuch des Munitionsraumes 26 und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Jo, da ist er. Der Raum hier, der Munitionsraum ist mit Abstand der besterhaltene Infanterie- und Munitionsraum, jedenfalls von denen, die ich mir angeschaut habe. Na, hier sehen wir noch einen Haufen Eisen. Hier ist sogar noch eine alte Tür drin. Die oxidiert so auf dem Boden vor sich hin. Und wenn wir da reingehen, da sind auch noch die Türen drin. Das ist also relativ selten.
Meistens sind die wenigstens die Türen raus. Ja, und wenn wir geradeaus hier reingehen, das ist eben der ehemalige Zünderraum. Hier wurden also die Zünder gelagert. Das war der Kartuschraum. Ihr seht, hier ist noch das halbe Blech drin. Das hintere haben sie rausgenommen auch und vorne das Wellblech blieb erhalten. Und man muss natürlich aus dem Raum raus, um in den nächsten zu kommen. Bisschen verrostetes Eisen hier. Auch hier ist die Tür noch drin, wie wir gerade sehen. Jo, wenn die Bäume da weiter wachsen, dann springt das auch alles auseinander. Und hier geht's rein zum zweiten Raum. Hier wurden die Granaten gelagert und hier ist das Wellblech noch komplett vorhanden. Das ist der einzige Raum, den ich gefunden habe, wo das Wellblech noch drin ist. Also zumindest in den Räumen, in den Gängen ist es überall noch drin, aber in den Räumen ist es der einzige Raum. Ja gut. Ja, das war das Video über die Zwischenfeldbauten der Forts an der Festung Küstrin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr die KMZ mit den Standortdaten sowie den Plan, also die Planübersicht haben wollt, denkt noch an den Download-Link unten in der Beschreibung. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss. Helge.